Hallo zusammen, wenn ihr die letzten Videos gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich euch noch eine Serie schulde. Die letzte, die dritte von drei 12er-Listen aus der achten Rocket-Monatsmission. Ich bin ja hervorragend aus den Startlöchern gekommen, nach zwei Serien noch kein Spiel verloren, über 900 Punkte liegen also ganz sicher an einem der vorderen Tische platziert und da geht es jetzt um alles, beziehungsweise für die meisten Spieler geht es um eins der sieben begehrten Finaltickets, mit dem du im Januar um den ganz großen Jackpot des Rocket-Turnieres mitspielen darfst. Ich habe dieses Ticket ja schon gelöst in der zweiten Monatsmission. Deswegen spiele ich jetzt hier aber nicht ganz außer Konkurrenz mit, sondern für mich geht es um einen saftigen Preisskat. Das heißt, hier versuche ich ein wenig Taschengeld abzugreifen. Erstes Spiel, Pik Hand wird gespielt von Vorhand. Ich habe nur den einen Trumpf. Wir nehmen hier im ersten Stich sechs Augen mit. Und ich habe diese Sechserlänge Herz. Da könnte ich natürlich die Herz 10 direkt auf den Tisch knallen, in der Hoffnung, dass mein Partner 21 Augen abstechen kann. Da ich aber nur den einen vollen habe, nur die Herz 10, wäre das ein wenig zu aggressiv, ist gar nicht nötig, denn der eine Stich alleine wird uns nicht reichen. Dann biete ich jetzt lieber hier nur das Bild an. Wenn das Ass abgestochen wird, immer noch gut. Wenn mein Partner das Ass hat, dann ist es eben nicht ganz so schlimm. Herz Ass liegt übrigens, wie wir hier sehen. Wir wissen es zuerst. Damit haben wir jetzt 22 Augen. Und ja, die Herz 10 reserviere ich dann noch für einen Trumpfstich von meinem Partner. So, 36. Ah, Kreuz 10, 46. Kam jetzt vielleicht ein bisschen zu früh, denn ich musste die Lusche eben noch mitbedienen. Ja, das sieht nicht gut aus. Wenn mein Partner jetzt nur noch den Bubenstich macht. Und so sieht es aus. Dann haben wir hier 58. Dann wäre es wahrscheinlich besser gewesen, mein Partner hätte direkt statt Kreuz 10, vielleicht schon statt Kreuz Ass, den Alleinspieler in Karo eingespielt. Und wenn der dann weiter über Trumpf marschiert wäre, was ja häufig der Fall ist, hätte ich meine Kreuz Luschen entsorgen können und dann jetzt hier noch ein Bild mehr reinlegen können. Hätte, hätte, ist aber nicht passiert. So bleiben wir hier bei 58 Augen stehen. Spieler 2 hat seine erste Hausnummer mit 33 Punkten. Das zweite Spiel kriege ich für 18 und finde wunschgemäß den sechsten Trumpf. Der sechste Trumpf ist ja ein Stabilitätsanker, der so ein Spiel gleich ganz anders aussehen lässt. So, Abwurf Pik Lusche verrät zwar hier die Karte, aber wo ich zwei Pik-Bilder gedrückt habe, also Pik relativ lang hatte, bin ich die lieber früh als spät los und nehme gerne in Kauf, dass die Karte dann hier verraten ist, denn jetzt habe ich natürlich ein sehr starkes Blatt, was den Gegnern typischerweise dann gar nichts nützt, dass sie den Kartenstand kennen. 21 in Pik gleich gestochen, auch wunderbar natürlich. Das haben sie ja gut gespielt, gut versucht, hat ihnen aber nichts genützt, denn ich hatte die beiden Piken im Keller und der Zug war schon abgefahren. Hier kann ich jetzt auf Schneider abwerfen. Es fehlt zwar noch ein Trumpf, aber dass danach Karo gestochen wird, ist doch sehr unwahrscheinlich. Und so kommt es auch. Ein leichter Sieg und damit auch hier wieder ein erfreulicher Start in die Serie. Ja, langer Weg, kurze Farbe, gerade wo ich auch nur zwei Trumpf habe. Wenn da was in Pik zu stechen ist, dann bin ich zur Stelle. Aber das wird nichts, denn das Spiel ist mit rein. Das Spiel sind offensichtlich sechs Trumpf, sonst wäre das Trumpf Ass nicht gefallen. Ja, dann geht es jetzt nur um Schneider frei. Die Frage ist nur, wie kommen wir jetzt am ehesten raus? Ein Ass haben wir auch schon gesehen in der Karte, durchaus also denkbar, dass der Alleinspieler auch noch die Herz 10 im Blatt hat. Dann vielleicht eher zu dritt. Das sieht jetzt natürlich dann wiederum nicht so aus, wo der König noch bei meinem Partner war. Dann wäre die, ist die Herz 10 typischerweise gedrückt. Also schauen wir mal, ob wir noch zwei Pik-Stiche machen. Nee, machen wir nicht. Pik 10 auch beim Alleinspieler. Ja, ein schönes Spiel und wir sind Schneider. Das könnte wieder was sein. Ein Pik-Ansatz kann ich hier sehen. Aber oh Schreck, beide reizen und über Pik sind wir auch schon lange hinaus. Also damit heißt es wohl für mich, ich bin raus.
Sieht man hier nicht mal für pikant. Also da wird wohl einer den 0 Ouvert reizen, das wäre das Typische, und Vorhand 36, der hat vielleicht Karo ohne 3 gereizt. Nur das Wissen, dass er wahrscheinlich ohne 3 gereizt hat, das hilft mir dann gar nicht, weil mein Blatt einfach nicht gut genug ist, um jetzt hier auf den Springergang zu gehen. Dann werden wir wohl uns jetzt, wie erwartet, einen 0 Ouvert anschauen. Der ist ohne Knochen, also selten einen so dichten 0 Ouvert gesehen. Also sofort aufgeben und weiter im Programm. Vier Volle, zwei Asse, Kreuz Bube. Ja, das könnte was sein, aber 18 wird gehalten. Man kann vielleicht auf Kreuz gehen, man kann über 0 rüber gehen, aber nee, man muss es nicht. Schon gar nicht so, wie ich jetzt stehe, wie ich es jetzt am vorderen Tisch auch ein bisschen taktisch angehen will. Und da sehen wir auch, Hinterhand hat auch noch eine Reizung. Also die Karten werden oder die Farben werden nicht rund stehen. Das ist eine Information, die ich wohl gar nicht mehr bekommen hätte, wenn ich weiter gereizt hätte. So bin ich eigentlich dann ganz froh, dass ich hier rechtzeitig ausgestiegen bin. Und dann schauen wir mal, was der Alleinspieler macht. 7 Trumpf in Kreuz mit den drei unteren Buben. Naja, dann hätte ich natürlich besser mitgenommen. Das war aber natürlich keine Karte, die ich sehen wollte. Gegen so ein Blatt haben wir ja wahrscheinlich sowieso keine Chance. Also hier den ersten Trumpf rauszunehmen, gerade wo mein Partner auch 20 reizt, das halte ich für einen Fehler. Das war so sicher besser. So, Trumpf zurück kann ich auch spielen. Oder Herz Ass einmal abspielen. Was mache ich? Erstmal das Herz Ass. Trumpf zurück läuft in dem Fall noch nicht weg, denn den zieht der Spieler jetzt sowieso ab. Gut, 7 Trumpf. Wenn er 3 Pik dabei hat, dann werden wir sowieso nicht gewinnen. Das lasse ich mal drauf ankommen. Ja, er hat 3 Pik dabei, aber er konnte sogar einen drücken, weil das Karo Ass auch noch hat. Also ein Tier von einem Spiel. Da brauche ich mir also auch keine Gedanken machen. Da wäre ich wohl auch mit gutem Willen so oder so nicht reingekommen. Und dieses Spiel wusste nicht, was es werden wollte. Es ist ein halber Null, ein halber Pik, aber wirklich fehlt bei allen Spielen noch die entscheidende Zutat. Eine Karte fehlt überall, um das so ein bisschen abzurunden, ob es jetzt die Pik 7 ist für den 0 oder das Pik Ass für ein Farbspiel oder ein Beikarten Ass. Also bleibt es mir dabei, den beiden anderen hier zuzuschauen. Pik Ass ist raus, aber der Alleinspieler zieht nicht etwa einen Buben, sondern geht über die Dörfer. Gut, 44 plus Dame, 47 Augen offen gespielt. Ist der vielleicht ohne Vieren? Nee, jetzt kommt ein Bube. Das spricht natürlich dafür, dass der Alleinspieler jetzt schon zu Hause ist, vielleicht 14 Augen gedrückt hat. Ja, genau, 14 Augen gedrückt. Also 4 Asse, eine 10, Pik Buben, ein König auch noch zum Drücken. Hat er natürlich Glück gehabt, dass er die Pik Dame auch direkt im ersten Stich bekommen hat. Dieses eine Bild brauchte er, das hat es ihm dann natürlich leicht gemacht, musste er nur noch seine 3 Asse hinziehen. Leicht gewonnen, auch wenn es knapp aussah, konnten wir da natürlich gar nichts dran drehen. Ja, ihr seht, ich muss mich ja ein bisschen in Geduld üben. Ist auch häufig so, dass beide Spieler sogar mitreizen, immer die Hand voll haben. Bisher war aber bis auf das erste Spiel bei dem Handspiel nichts anzuknabbern, nicht mal theoretisch. Mal schauen, ob das so bleibt. Ist ja auch nicht immer die schlechteste Nachricht, wenn an einem der vorderen Tische mal bei allen alles rund läuft und alle durchkommen, dann können wir hier sehen, dass das jedenfalls nichts damit zu tun hat, dass irgendwas hingeschenkt wird. So, mein Partner zieht den Kreuz Buben ab. Dass er den hat, war sowieso klar. Jetzt muss ich allerdings das Trumpf Ass natürlich legen, sonst ist das futsch, denn Spieler 2 hat natürlich noch die beiden roten Buben. Gut, mag sein, dass das an der Stelle es dem
Alleinspieler ein wenig leicht gemacht hat, obwohl ich auch durchaus schon mal so einen blank stehenden Buben abgezogen habe, um nicht wieder in Hinterhand auf den Buben eingespielt zu werden. Ach, guckt mal an, das lief jetzt natürlich gut für den Alleinspieler. Die Buben wurden in zwei Stichen abgespielt, danach Herz, Ass und 10 stand auch alles artig, das heißt, Herz König ist auch hoch. Damit sind wir hier schon wieder am Ende der Geschichte und mehr als 43 haben wir nicht erreicht. Es bleibt dabei, das ist niemals ein Gebot wert. Diesmal immerhin hat mein Partner mal ein Ass, wo ich zwei Buben habe. Aber der Alleinspieler sticht hier nicht den ersten Vollen, er sticht hier den zweiten Vollen. Und das ist übrigens ein ziemlich raffinierter Zug, denn obwohl ich jetzt zwei Buben habe und stechen kann, ihm auch den Buben abholen kann, den ich natürlich bei ihm vermute, oder was heißt natürlich, es wäre die übliche Variante, also die Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal, ist größer, dass der Alleinspieler noch den Buben hat, fehlt mir jetzt eben die Kreuz-Lusche für die Übergabe. Das bedeutet, wir brauchen sowieso noch eine kleine Schwäche in diesem Gang. Ich muss meinen Partner noch mal hinten ranspielen, dann kann der weiter Kreuz bringen. Das ist aber nicht mit dem Alleinspieler zu machen. Der hat ansonsten eine geschlossene Beikarte Ass 10, Ass 10 König Karo gehabt, Herz Ass Lusche. Ja, war also nichts für uns zu holen. Auch wenn es erst gut aussah, sind wir nur aus dem Schneider gekommen. Wie gesagt, geschickt gespielt, einmal die Lusche auf den ersten Vollen fallen zu lassen, weil damit eben die Übergabe kaputt gemacht wird. So, wir sind ja schon relativ weit, sehe ich gerade, neuntes Spiel. Und jetzt habe ich hier nochmal so einen Ansatz. Karo ohne Dreien. Ja, so richtig schön ist der noch nicht. 5 Trumpf, ein Ass. Es könnte auch ein Herz werden. Eine 18 halte ich jedenfalls. Aber jetzt geht das Theater los. Es kommt der dritte Mann ins Spiel und das bedeutet natürlich, dass bei mir die Alarmglocken schrillen. Erstens mal werden die Farben nicht gut stehen. Zweitens mal ist die Chance nicht mehr gut, dass was Schönes im Skat liegt. Und es könnte auch eine 18er Karo-Reizung von Mittelhand gewesen sein. Also jetzt sollte man tunlichst die Chance ergreifen, aus der Nummer wieder rauszukommen. Das mache ich hier auch. Denn mit dem Kopf durch die Wand, das funktioniert nicht beim Skat. Ja, dann schauen wir uns hier eben einen 0 einmal an. Kürzeste Farbe, kleinste Karte ist so das übliche. Karo 8 oder 9 wäre sicher auch eine Option, wenn nun mein Partner nicht gerade 18 geboten hätte, mal direkt zu testen. Nee, ich denke schon, Kreuz Lusche am Anfang ist nach einer gewissen Überlegungspause die beste Karte, um meinem Partner zu signalisieren, der ist nicht blank. Das sind natürlich so Nuancen, die im Online-Skat gar nicht unbedingt verfangen. Und deswegen kommt auch hier gleich Kreuz zurück. Also das hat jetzt noch nichts gebracht, nun hänge ich hier wieder am Stich. Ja, Herz 7 oder Herz König ist jetzt alles auch noch nicht so schön, dann teste ich vielleicht hier doch mal eine Karo Lusche. Ja, nein. Karo war es nicht, der Alleinspieler hat nur die Herz 8 blank, die macht natürlich nie einen Stich, also der Nullouvert wäre auch gegangen. Und was sehen wir? Mein Karo wäre, glaube ich, höchst problematisch gewesen. Spieler 3 hat fast nur dunkle Karten hier im Blatt, also das war schon richtig, hier nicht zu reizen. Das war wahrscheinlich auch eine Karte, die als, ja, wie gesagt, als Nullouvert wäre sie auch gegangen. Vielleicht hätte der Spieler sie auch weiter gereizt. Also auch hier kein Grund zu ärgern und wir sind nach 9 Spielen. Stehe ich doch jetzt ein bisschen abgeschlagen da. Noch nichts anzugreifen bei den Spielen. Beide Spieler 4 zu 0, 350, 360 Punkte. Gut. So ist es manchmal. Da musst du auch mitleben. Und jetzt kurz vor Schluss will ich so einen Ansatz hier jetzt auch nicht testen, wo Mittelhand schon wieder gereizt hat. Da kommt sicher noch was Besseres. Ich habe Vertrauen. So, hier jetzt mal eine der seltenen Gelegenheiten, um beim Skat
ein wenig zu bluffen oder um es dem Alleinspieler hier schwer zu machen. Mein Partner weiß ja nun, dass ich das Karo Ass habe, aber dass ich die Karo 10 habe, weiß er nicht unbedingt. Wenn ich das Ass rausnehme, könnte die auch gedrückt sein. So, wo ich jetzt die 10 nehme, ist klar, ich habe das Ass noch. Der Alleinspieler weiß dann auch nicht unbedingt, wo das Karo Ass sitzt. Bei den zwei Trümpfen, die ich habe, bin ich immer noch hoffnungsfroh, dass ich auf Trumpf das Karo Ass noch unterbringe oder dass der Alleinspieler auf ein nachgespieltes kleines Karo nochmal abschmeißt. Das sollte man allerdings dann nicht zu oft machen, nur in so einer Variante, wo der Alleinspieler wirklich abschmeißt und damit alles ganz klar ist. Macht jetzt hier aber tatsächlich nicht unbedingt den Eindruck, als ob wir bik dem Spiel was tun können, denn Pik war auch schon wieder blank, das heißt, der Alleinspieler hat jetzt nur noch Herz in der Beikarte. Also wenn mein Partner trumpfstark ist, aber er sieht nicht so trumpfstark aus, Herz stechen könnte, aber er kann nicht Herz stechen, dann hätte es was werden können, so wird es nichts. Ich bekomme mein Karo Ass zwar heim, aber es langt schon wieder nicht, das Spiel war mit beiden Trumpfvollen auch wieder zu gut. Jetzt aber, das muss es doch sein. 18. Ja, und das war es schon wieder mit der Herrlichkeit. 20er Reizung aus Hinterhand jetzt im 11. Spiel. Ich meine, mit dem einen gewonnenen habe ich knapp über 1000 liegen. Das ist noch nicht super, da sollte noch was dazukommen. Aber jetzt hier mit diesem Ding jetzt weiter reizen, auf Kreuz gehen, auf so ein schlappes Spiel. Nee, das ist es an sich auch nicht wert. Da kann ich immer noch hoffen, dass wir entweder mal 40 von der Seite kriegen oder dass dann im letzten Spiel noch mal eine Chance kommt. Denn ein großes, ein gutes Spiel sollte mir ja reichen, um die Platzierung deutlich zu verbessern. Ja, das war erstmal verheißungsvoll und dann kam Herz Dame. Also Herz 10 nicht bei meinem Partner, der zwingt mich jetzt hier zum Stechen, sage ich mal, mit der Dame, wo der König schon weg ist. Aber ich steche ins Leere mit dem Kreuzbuben, also das war vielleicht dann auch nicht der Traumaufschlag von meinem Partner da aus der Dame zu dritt. Naja, dann gucken wir mal, ob ich hier wenigstens gut treffe. Okay, erstmal 21 abgegriffen, jetzt unterm Ass und dann noch schön durchladen bei meinem Partner. Ja, aber das war natürlich nichts, denn der macht gar keinen Trumpfstich mehr. Damit ist Feierabend. Gut, dann haben wir uns durch diese Herzöffnung und den Vorstich meines Kreuzbuben natürlich noch schön im Schneider gehalten. Also es läuft bei Spieler 2 und bei Spieler 3, die können irgendwie gar nichts hier falsch machen. Selbst so ein Spiel wird dann noch Schneider und ich stehe an der Seitenlinie, so wie ihr. Mit großen, staunenden Augen sehe ich mir das Spektakel an. Okay, 12. Spiel, jetzt aber. Das ist doch nochmal ein 0. Und wenn ich rankomme, vielleicht finde ich zum 0 wer. Aber ich komme nicht ran für 0. Es ist doch wie verhext. Immer haben die anderen etwas mehr. Ich habe schon nicht viel und selbst wenn ich ein bisschen habe, dann langt es eben nicht. Aber es ist nicht mehr als ein 0. Dieses Spiel jetzt auf Krawall noch bis 0 wer durchziehen. Nein, da bin ich im Moment auch nicht der Typ dafür. Da bleiben wir seriös und sagen, hasta la vista, dann darfst du spielen und wir bescheiden uns eben mit diesem Ergebnis. Denn beim Skat ist es eben ein Geduldsspiel, du musst auch gönnen können. Und jetzt kommt natürlich wieder ein Herz, wo ich nur zwei Trumpf habe, die Buben kommen, wie sie sollen. Ich habe hier kaum was zu wimmeln. Immerhin. Kreuz 10 gerettet. Aber da ist auch schon wieder die Dame, die natürlich andeutet, dass der siebte Kreuz beim Alleinspieler wieder sitzt. Ja, das hat wohl hier keinen großen Wert. Das war es, meine Lieben. Das war es. Es ist nichts gekommen. Ein einziges Spiel. Allerdings, das ist ja auch eine gute Nachricht, Spieler 2 und Spieler 3, die werden es wohl gepackt haben. Denen können wir gratulieren. Schauen wir aber doch jetzt einfach nochmal gemeinsam aufs Ergebnis. Musik
Hier zunächst nochmal der Stand des Jackpots. Über 40.000 Euro sind schon drin und meine Erfahrung aus dem letzten Jahr, in den letzten Wochen wird es wieder ein ganz schönes Gedränge geben. Dann wollen alle, die es noch nicht geschafft haben, wieder mitspielen, um noch irgendwie sich zu qualifizieren. Deswegen nicht nur so dahingesagt mein Tipp, wer da auch mal dabei sein möchte, der sollte jetzt noch mitspielen. Noch ist es relativ entspannt, noch ist die Teilnahme im Sommerloch, wenn man so möchte. Das ist also eure Chance. So, 3, 2, 1, Trommelwirbel, wie ist es jetzt ausgegangen? Und da könnt ihr es sehen, aus meiner Sicht natürlich ein wenig enttäuschend. Ich bin hier abgeschlagen auf dem 16. Platz. Gut, es waren 48 Spieler, aber nach so einem guten Start sind die 1028 natürlich nicht dolle. Ihr seht es hier vielleicht, 29 Euro habe ich gegriffen. Mit 200 Punkten mehr wären es schon fast ein 100er gewesen. Das macht aber natürlich nichts. Wie sagte mein seliger Vater immer so schön, das Geld ist ja nicht weg, das hat jetzt nur ein anderer. Und außerdem ging es ja hier im Wesentlichen für die meisten Spieler um das Ticket fürs große Turnier. Da können wir also auch 7 weiteren Spielern gratulieren. Roy de McCoy, Chickeding, Hase, Duselmus, Erich Luckau, Socke und Blue Marlin, auch ihr seid dabei. Alle anderen, die es noch nicht geschafft haben, jetzt ran an die Buletten.